So, moin moin, hallo, herzlich willkommen zum zweiten Part von unserem, ich hätte fast gesagt Single Let's Play von unserem, wie heißt denn das? Ich glaube, es nennt sich Multiplayer. LPT, Let's Play Together, ne? Was? Let's Play Together? Ne? Wie auch immer. Ja, Oyster Proper ist immer noch da, ihr hört ihn schon. Ja, moin. Und wir, er ist da immer noch am Wenden, der kommt ja nicht zu Potte, der Junge. Ja. Und wir werden dann schon mal jetzt anfangen, den Kram dann zu schwaden. Meinem schönen Lieblingsschlepper hier. Ich finde den einfach nur schön. Ist auch gut. Das ist für mich einer der besten Schlepper aus dem ganzen Spiel. Ja, auf jeden Fall. Und beim Mod-Schlepper muss ich im Moment sagen, gefällt mir wirklich der am besten, den du jetzt gerade hast, der John Deere 6810. Das stimmt. Also ich habe viele John Deere schon ausprobiert, was das gibt. Ach, da ist ja da kaum was Vernünftiges bei, sondern Dadaradatsch einfach nur konvertiert und fertig, nicht waschbar, einfach nicht mit Liebe gemacht. Nee. Sagen wir es mal so. Aber da wird wohl noch das eine oder andere kommen irgendwann. Ja, klar. Die Herrschaften mal mit der kompletten Skript-Doku mal rausrücken würden. Boah, wenn sie erstmal mal patchen würden, vernünftig. Ja, unter anderem. Dann denke ich mal, dann hagelt das auch wieder. Vernünftige Mods. Ja, ich bin immer noch auf der Silent Valley Map. Müssen die Zuschauer ja schon alle wissen. Schöne Map, gefällt mir ganz gut. Was sagst du? Ich glaube, gefällt dir auch ganz gut, ne? Ja, klar. Ich habe sie ja schon vom 11er, also LS11 habe ich die Silent Valley schon gezockt. Ich habe sie im 13er gezockt und jetzt auf dem 15er ist es natürlich selbstverfreilich, dass man das dann mal macht. Also ich bin so quasi beim 13er zu der Map dazugestoßen. Ich weiß, da haben wir unheimlich viel Multiplayer auch drauf gespielt zusammen. Ja. Und das war so das, was mir gestern jetzt als erstes auffiel, wenn man sich das mal angeschaut hat, dass man sich wirklich daran zurückerinnert, gefühlt hat sozusagen. Also dass man wirklich gesehen hat, aha, das ist die Map tatsächlich, also allein auf dem Hof und alles. Ja. Das hat er schon schön wieder hingekriegt. Ich meine, es gibt mittlerweile die ein oder andere schöne Map. Auch beim LS15, ja. FSM hat da zwei, glaube ich, jetzt aktuell rausgedonnert. Die haben ja angefangen mit der... Ja, hätte nicht mit anfangen sollen, weil mir das jetzt wieder nicht einfällt. Und jetzt kam ja die Nordheide-Map, ist auch sehr schön. Also die eine oder andere vernünftige Map gab schon, aber so der richtige Knaller war bisher noch nicht dabei. Und die Silent Valley scheint wirklich gut zu sein mit Schweinezucht. Also, wie gesagt, ich warte ja immer noch auf die beste Radekarte von Underground Modding, aber da ist ja meine Info, es geht voran. Wir haben ja schon einige Ingame-Bilder gemacht jetzt, aber es ist wohl... Es geht voran. Dann soll ja bitte ein neues Stallgebäude, glaube ich, so sah das aus, gebaut ja. Noch. Also, die Leute sollten ja Tipps abgeben, was das wohl werden wird, ne? Ja, wer weiß, was uns da erwartet. Wir haben uns ja schon bei der Kartoffelreinigungsanlage im 13er echt überrascht. Also, wer weiß, was das wird. Einmal, die Map wird ja allgemein sehnsüchtig erwartet. Also ich kann immer nur sagen, ich bin jetzt nicht einer von denen, die da jetzt so händeringend drauf wartet, weil die Map hat schöne Sachen, na klar, aber jetzt meine Spielmap speziell für den Singleplayer war es im 13er nicht und wird es auch nicht werden. Nichts gegen die Map, um Gottes Willen, schön gemacht, aber bei mir ist das alles, weißt du ja, ein bisschen zu eng und ein bisschen zu kollisionslastig und so. Findest du? Ja. Ich weiß, das liegt auch an den fahrerischen Skills und alles, ja, aber es ging mir auch bei der Holzhausen so, die du ja auch lange gespielt hast. Ich kam da keine 7 Meter weit, ohne wieder irgendwo hängen zu bleiben. Und die Westerrad hat schöne Sachen, war auch was Neues mit dieser Kartoffelmaschine und allein, was der Blue Sky da, diese BGA gebaut hat und alles, ja, der Hammer, gar keine Frage. Also insgesamt
ist die Map nicht so. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt vor Aufregung nicht schlafen könnte oder so. Ja, nein, so nun auch nicht. Aber ich werde, sobald die Karte draufkommt, werde ich, also habe ich ja im 13er schon gesagt, ich werde, das wird die Karte für mich sein, die ich. Ich finde die einfach top. Also im 13er fand ich sie super. Und das, was ich jetzt von den Bildern gesehen habe, ist, ich freue mich darauf. Also wie gesagt, wie du schon sagtest, ich kann jetzt nicht mehr schlafen. Nein, weiß das ja, war jetzt auch hochgegriffen, ja, aber. Wo Blue Sky wohnt, kann ich ja mal anklopfen, könnte ich jeden Tag mal zu ihm hinfahren und klingeln und sagen, wie weit bist du? Der hängt ja nicht nur an ihm, ne? Also der. Nein, ist ja das ganze Tobi Team. Ist da ja noch mit dahinter, ja, und. Der Lindy. Ja, ich wollte gerade sagen, also. Und ich habe das auch bei uns im Forum schon mal geschrieben, also mir geht dieses Generv auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, auf die. Punkt. Ja, genau so, ich wollte was anderes sagen, aber ist in Ordnung. Es nutzt auch einfach nichts. Weil es ist ja, ich habe es im Forum geschrieben, es ist ja nicht so, dass die irgendwo zu Hause sitzen und irgendwo nach der 27. Nachfrage dann mal sagen, ja Mensch, die Leute haben eigentlich recht, wir könnten das mal machen. Ja, die haben gesagt, die machen's und sie sind dabei. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß auch, dass das so eine Sache ist, weil wir warten alle auf einen Patch, einen vernünftigen. Du hast es eben schon gesagt, die Skript-Doku ist noch nicht veröffentlicht. Es nutzt auch nichts, wenn die da jetzt irgendwas hinzimmern, was dann mit dem nächsten Patch wieder alles für ein A-Punkt-Punkt-Punkt ist, dass sie das dann alles wieder wegschmeißen können. Ja. Ja, also die richtig Top-Maps kommen erfahrungsgemäß bei jedem LS, sobald die Skripte da sind, der Final-Patch da ist, wenn einer kommt. Bei LS13 gab es bis heute noch keinen Final-Patch, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber es nutzt ja auch nichts, wenn die sich da jetzt was zurechtbauen und dann kommt ein Patch und das können sie alles, können sie die Hälfte wieder wegschmeißen. Naja, das ist wohl wahr. Ja. Und die haben alle eine Familie und die haben alle irgendwie auch noch andere Interessen, man sollte es kaum glauben. Ja, die sind dabei und Leute, lasst es ihnen doch. Es geht nicht schneller durch ewiges Nachfragen, ganz im Gegenteil. Irgendwann stellen die sich womöglich und sagen, mir geht das jetzt langsam so auf die Nerven, jetzt lassen wir es mal erstmal gut sein. Lasst die in Ruhe arbeiten und ich bin mir sicher, sobald diese Map verfügbar ist, wird jeder, den das interessiert, das auch irgendwo mitkriegen. Ja, da führt gar kein Weg dran vorbei. Sei es bei Oysterpropper auf dem Kanal, da wird ja dann definitiv was kommen. Und allgemein, also jeder wird es mitbekommen. Hört auf, immer nachzufragen. Und hört auch auf, im Forum immer nachzufragen. Guckt euch die Facebook-Seite von denen an, da stehen Neuerungen auch mit drauf. Upsa. Und dann wird das auch werden. So, das mal dazu. Aua, aua, aua. Das ist ein Machtwort gesprochen. Verknotet. Nein, das ist doch wahr. Ja, es ist klar. Ganz zu schweigen von dem Ton, der manchmal da im Forum angeschlagen wird. Also ich habe da wieder einiges mal weggenommen in letzter Zeit, wo dann wirklich Ausdrucksformen drin sind, die, ja, ne, wo ich als Modder schon lange gesagt hätte, komm, ihr könnt mich mal an die Füße fassen. Aber die Modding-Szene ist momentan sowieso alles wieder so. Es ging bei FSM, war das neulich genauso, als die auf Mod-Toaster, diese Nordheide-Map, was da innerhalb von Minuten für ein Shitstorm entstanden ist. Also da fasst man sich immer nur an den Kopf. Und genau so werden nämlich gute Modder irgendwann vergrämt durch dieses ewige Hate und Geflame. Ja, das wohl wahr. Und dann geht das Geheule los. Es gibt keine vernünftigen Mods mehr. Ja, das habt ihr euch selber zuzuschreiben. Ja. Nicht alle, aber viele. Ja. Ihr habt es geschafft, Mahu im Prinzip von der Bildfläche wegzukriegen. Ihr habt es damals geschafft. Ich sage immer ihr, das ist, Gottes Willen, nicht alle, das sind einige. Ne? Wir haben es mit iFog damals geschafft und so einige Modder, die sie da wirklich weggedrückt haben. Das ist wirklich traurig. Und wie das fehlt, wird man irgendwann sehen. Denn ich meine, jeder, den es mal interessiert, ich meine, die meisten wissen es. Guckt euch mal im LS13 an. Jetzt allein, um mal den Modder Mahu zu nehmen. Guck mal im LS13, wo alles Mahu in Anführungsstrichen die Finger mit im Spiel hat. Was alles von dem kommt, was für Skripte von dem gekommen sind. Alles, was irgendwo im LS13, ich denke, auf jeder Map ist irgendwas von Mahu drauf. In jedem Spiel. Ja, und wenn das nämlich alles mal erstmal fehlt, dann wird man sehen. Dumm gelaufen. Ja, das ist. Undank ist der Welt ein Lohn. Ja. Kein Modder hat irgendwo was dagegen, wenn man zu dem sagt, hier, das ist jetzt nicht so schön oder da funktioniert was nicht, ganz im Gegenteil, dafür ist Feedback da. Ne, aber die Art und Weise, das ist teilweise erschreckend. Das sieht man auch schon da manchen YouTube-Videos oder in manchen Livestreams, was heutzutage für eine Mentalität an den Tag gelegt wird.
Da fragt man sich echt manchmal, in welcher Welt sind wir hier gelandet? Ja, manchmal ist das, ich will es frech, sagen es mal so. Frech, ja. Ganz einfach frech von einigen, was manche sich eigentlich einbilden, wer oder was sie sind. Du kannst doch nicht jedes Mal da rumpöbeln und sagen, aber in weicher Ausdrucksweise. Nur weil du jetzt nicht direkt auf ihn eingegangen bist, weil 85 oder 120 andere Leute mitten im Chat schreiben und einen vergisst du zum Beispiel oder sonstiges, das ist manchmal wirklich. Naja. Da kann man schnell mal die Lust verlieren, ist ganz einfach mal so. Der Sammelwagen steht oben unterm Unterstand, das weißt du, ne? Jo, hab ich. Wieder Feldpaparazzis. Ballon da oben. Ja, bitte, der Herr. Ich habe extra angehalten für Sie. Ja, bin ja schon fertig. Ich kenne einen, ich weiß gar nicht, wer das ist. Er sagt immer, der Tag ist keine Woche. Ja, ich weiß auch nicht, was ist ein Spruch da. Ja, ich gar nicht. Wer macht denn so einen Blödsinn? Ja, das, ich weiß auch nicht, wo ich das mal gehört habe. Aber es ist weniger geworden. Den hat er früher öfter mal benutzt. Ja, ich glaube, der wird auch immer älter. Ja. Aber ich finde, das ist einer von den guten Sprüchen gewesen. Ja. Jetzt sagt er immer irgendwas mit Hausschwein. Hausschwein? Irgendwas oder mit Hausschwein. Hausschwein. Ja, genau. Dann lieber nichts zu Weihnachten. Das kommt auch noch dazu, aber das passt jetzt nach kurz nach Weihnachten natürlich nicht mehr so. Ja. Ja, Wahn. Ja, und was ich gehört habe, Basti, jetzt nochmal beim Thema, du wirst jetzt ab demnächst dann irgendwann auch mal einen Streamplan erstellen und die Livestreams so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, in Reihe und Glied in Ordnung bringen oder so, ne? Ja, es ist bloß halt, wie gesagt. Oh. Oh, jetzt aber. Zeit, alles ein bisschen stressig, wie gesagt. Ich bin am. Lass dich da auch nicht unter Druck setzen, Privatleben geht immer vor, ne? Ja, ja. Das brauche ich dir nicht sagen. Also. Größeren Ladewagen hätte ich nicht Ladewagen hätte ich nicht holen können, ne? Schon der kleine, der ist schon mit 50.000, das gibt auch einen mit 75.000. Ja, was meckerst du eigentlich schon? Ich hab den T6 nur hier vor. Ja. Ich hab gestern mit dem T6 vorne noch ein Mähwerk dran. Und hinten diesen Ladewagen und hab da irgendwelche abgelegenen Rasenstücke gemäht, um ein bisschen Gras zu kriegen. Also ich hab alle Sperren drin, Allrad, on. Ja, ja, die Fahrphysik. Aber er ist ja auch sehr groß, ne? Also 160 PS ist nur wirklich ein bisschen untermotorisiert, was ich immer. Ja, aber mit dem Deutz mit 200 und ist das auch nicht viel besser. Das, was ich vorhin meinte. Soll ich für sowas wie den Panzer mehr nehmen, oder? Nee, aber den hier, ein Dreiachser, wenn den folgt. Eigengleister. Volknacks, da brauchst du mehr als 220 PS.
Ich finde den Ladewagen aber schöner als die anderen. Muss man jetzt auch mal ein bisschen. Musst du den Pace nehmen da, den Mod. Beispiel. Welchen Mod? Den ich immer nutze. Weiß ich jetzt gar nicht, welchen du hast. Oh. Ah, Gehänge! Das war ich nicht. Ich hab da irgendwie noch von vorhin, ne, beim Licht, diese Lichtquellenanzeige drin. Läuft alles? Ja, ja. Gut. W. Komm, hü, Lotte. Nennst du deinen Schlepper Lotte? Ja. Okay. Hü, Lotte. Hü, Lotte. Ja. Aber ich werde jetzt mal schnell meinen Nikotinspiegel etwas erhöhen. Ja, das mach mal. Ich werde nämlich jetzt die Aufnahmen, diesen Part für jetzt auch merken. Ich werde mein Spiel nämlich mal neu starten. Warum? Ja, weil ich dadurch diese ganzen Einstellungen von, als wir den Träger gesucht haben, habe ich jetzt jedes Mal, wenn ich Licht anmache, diese Lichtanzeigen da. Und das habe ich alles wieder ein bisschen umgestellt. Wieder alles doof. Spielkind. Ja, ich weiß. Ja, weil du den Träger nicht gefunden hast und mit Kalk gejammert hast und so. Und jetzt hast du hier auch mit deinem blöden John Deere die ganze Halle vollgestellt. Jetzt kann ich meinen Schwader nicht abstellen. Das geht so nicht weiter. Jetzt, nee, ich kündige. Das ich hab die Nase voll. Müssen wir jetzt mal beim Ombudsmann, muss das jetzt mal geklärt werden hier. Was? Nö. So. Also. Nehmen wir denn aber den Schlepper und den Ladewagen mit, ne? Weil ich kriege ja kein Geld hier. Was? Geld? Aus der Nahe, ich fahre schon mal zum Güterbahnhof. Der Zug kommt doch erst in 8 Wochen. Das Thema hatten wir doch schon. Ja, wir kommen für diesen Part ans Ende. Ich sag schönen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, reinhauen.